Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Elberdom, zu einem neuen Part Pokémon Schwert. Mit dem Zwergenfürst. Der Kampfturm wartet auf uns, weshalb nicht lange rumgerede. Ja, neuer Part Pokémon Schwert. Auf geht's in den Kampfturm. Hier ist er. Wir gehen hinein. Kampfturm. So sieht's aus. Taverne. Sieht ziemlich dunkel aus hier. Nacht wahrscheinlich. Kämpfe gegen Trainer aus aller Welt sind eine nervenaufreibende Angelegenheit. Daher solltest du dir im Kampfturm verschiedene Strategien aneignen. Aha, Kämpfe aus aller Welt. Aha. Genion hat den Rose Tower zum Kampfturm umfunktioniert und ist nun sogar dessen Eigentümer. Selbst nach seiner Zeit als amtierender Champ liegt ihm weiterhin viel daran, ihn stärker zu machen. Diese Leidenschaft ist bewundernswert. Aha, erfahren wir also hier ein bisschen was über die Hintergründe des Kampfturms, der ziemlich dunkel aussieht. Nachtmodus. So sieht's aus. Willkommen, Champ. Möchtest du etwas kaufen? Etwas kaufen? Okay, hier gibt's die ganzen Bizarro-Raum. Ja, gibt's die ganzen TMs. Die TM fand ich gerade lustig. Bizarro-Raum. War mir noch unbekannt. 8-0 oder was? Den gibt's hier. Ich kämpfe Tag aus, Tag ein, um Schritt für Schritt im Rang aufzusteigen. Freut mich für dich. Elektrodisk aktiviert. Das sollte die Stromrechnung reduzieren. Ja, war. Ich schätze, das klappt wohl erst, wenn Typ 0 sich entwickelt. Typ 0 entwickeln? Der kann sich entwickeln? Ah, hallo, Champ, Zwergenfürst. Lass mich dir noch einmal ganz herzlich zu deinem Champ, zu deinem Sieg gratulieren. Zu diesem Anlass möchte ich dir das seltene Pokémon Typ 0 schenken. Typ 0 erhalten. Na, danke, auch. Danke für nichts. Wirklich nichts. Typ 0. Ja, gut. Modifikations-Pokémon Typ normal. Nein, Typ 0. Gerüchte besagen, es sei in der Gala-Region mit Hilfe von gestohlenen, streng geheimen Dokumenten komplett neu erschaffen worden. Ja. Typ 0, es ist, ja, war schon in Pokémon Sonne und Mond. Ich glaube, Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond war das. War schon da nicht so der große Renner und wird es jetzt auch nicht. Sieht dann auch nicht so hübsch aus und hat auch jetzt nicht so die Stärken. Es ist, ja, nein, danke. In die Box, das ist, wir werden es nicht ins Team mitnehmen, das ist ja... Schöne Hommage an die siebte Generation, aber ja, mehr auch nicht. Vielen Dank, aber nein, danke. Ach, und diese Discs gehören auch noch dazu. Da ist mehrere Discs. Typ 0. Hat Typ 0, die sich erstmal entwickelt, ändert sich sein Typ, je nachdem, welche Discs du ihm zum Tragen gibst. Wow. Okay, das klingt interessant, aber ja gut, ich habe für mein Team, was mich jetzt hier noch durch die letzten paar Parts hier im Kampfturm tragen wird. Ja, sind nur noch ein, zwei Parts, die wir jetzt hier im Kampfturm verbringen werden und dann ist das Let's Play auch zu Ende. Das ist, dann müssen wir jetzt nicht noch Typ 0 mitschleppen, das ist, nee, wirklich nicht. Ach was, die Batterieleistung ist nach. Willkommen im GP-Lang, wie kann ich dir helfen? Ah, okay, hier kann ich jetzt hier Minze kaufen. Aha, interessant. Willkommen im GP-Namen, wie kann ich dir helfen? Fähigkeitskapseln, wow, hübsche Sachen. Kann man ja auch Pokémon kaufen für Gewinnpunkte. Das ist immer toll. Kommt Kampf, wonach steht die diesen Kämpfenerklärungen anhören? Ja, ich schaue erstmal da drüben nochmal nach. Möchtest du dir ein Kampfteam ausleihen? Welches Team möchtest du dir ausleihen? Basisteam, Taktikteam, Kampf, Kraftteam, Regenteam, Bummelteam. Abbrechen. Ja, ich nehme mein Team, wenn es möglich ist. Du
Du bist tatsächlich zum Champ aufgestiegen. Reife Leistung, ich muss schon sagen. Dann hast du jetzt die fantastischen Möglichkeiten, guck mal, die Level 100 erreicht haben, bei mir ein super Spezialtraining absolvieren zu lassen. Oh, du scheinst aber keine silbernen Kronkorken oder Goldkorken dabei zu haben. Komm wieder vorbei, wenn du bereit für ein super Spezialtraining bist. Ich habe auch keinen Pokémon Level 100. Das wird doch erstmal nicht passieren. In Rangkämpfen kannst du gegen Pokémon-Trainer aus aller Welt kämpfen. In Rangkämpfen teilnehmen. Wähle im Spielmenü erste Versus VS und anschließend Kampfstadion aus und kämpfe, um an Kämpfen, Rangkämpfen teilzunehmen. Trainiere deine Fähigkeiten im Kampfturm und stelle dich der Herausforderung. Ja, hübsch. Wir wollen jetzt aber hier erstmal kämpfen. Erstmal die Erklärung anhören. Wie der Name vermuten lässt, ist der Kampfturm eine Einrichtung, in der du kämpfen kannst. Dabei kannst du auf dieselben Regeln zurückgreifen wie bei Rangkämpfen. Für gewonnene Kämpfer gibt es Belohnungen wie GP oder Sonderbonbons. Und Sonderbonbons. Oh, Sonderbonbons, das ist schön. Wenn du keine Zeit zum Trainieren hast, kannst du auch mit einem Leitteam antreten. Wonach steht dir der Sinn? Kämpfen. Du wähle nach welchen Regeln, mit welchen Pokémon du kämpfen willst. Einzelkampf? Es gibt auch Doppelkampf, aber Leitteam 1, Leitteam 2, Leitteam. Okay, ich kann 5 Leitteams. 6 Leitteams könnt ihr annehmen. Ich nehme mein eigenes. Möchtest du das Kampfteam im Team auswählen? Das Kampfteam im Team, ja. So nennen wir uns, jetzt. Unser Teamname ist im Team. Okay. Wie viel darf ich mitnehmen? 3 darf ich mitnehmen. Oha. Das ist jetzt die Auswahl. Okay, ich würde eigentlich gerne den anderen legendären mitnehmen. Wissen habe ich schon wieder vergessen habe. Zakian. Okay, der nimmt teil. Nummer 1. Naja, würde ich jetzt nicht. Nicht als Nummer 1. Ich nehme Modi als Nummer 1. Modi Nummer 1. Blackie Nummer. Ah, die sind jetzt an Level 50. Sehr gut. Die ja noch Level 50. Ich nehme Modi, Blackie und Zakian. Ja, machen wir so. Prof könnte man noch mitnehmen, das wäre die Idee. Dann wären wir ausgeglichen. Nur das Blick gegen Prof, aber ja, zack, ja, das sind jetzt die, die mir bisher am besten Dienst geleistet haben. Die können mich begleiten. Ich denke, das könnte klappen. Fertig. Ja, sehr gut hier entlang, bitte. Natürlich kämpfen wir mit unserem Team. Das ist ja, steht ja nicht zur Debatte. Oh, da war den ersten. Und Knirps. Ich bin nicht irgendein dahergelaufener Knirps. Knirps Kirschjan fordert dich aus. Klingt so ein bisschen nach Rocky. Jetzt krieg ich Bock auf Treppenlaufen. Lungenkanonade. Gaunux hat er dabei. Okay, er hat natürlich auch nur 3 Team-Pokémon. Ja, mal schauen, wie weit wir hier kommen mit unseren Dreien. Wird spannend. Kann spannend werden. Jetzt gegen den Knirps werden wir doch wohl noch gewinnen, aber... Ja, schauen wir mal, wie weit das hier was bringt. Rebutak. Mhm. Mal schauen, wie viele Parts wir hier verbringen werden. Kommt daraus ein paar, die Leute überhaupt... mehrere Parts werden. Wenn wir jetzt schon versagen, die brauchen wir keinen. Wenn wir jetzt hier nicht weit kommen, beim ersten oder zweiten Kampf schon scheitern, dann brauchen wir keinen zweiten Part im Kampfturm zu machen. Dann war das jetzt hier ein hübscher Einzelpart im Kampfturm und dann, ja, bin ich das dann mit diesem Part. Mal schauen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon am Titel erkannt haben. Also das, ich weiß es noch nicht, aber das ist mal wieder die Allwissenheit der Zuschauer. Das ist einfach gut. Ihr wisst schon, ob ich weitergekommen bin, weil, also, wenn ich weit gekommen bin, wenn ich jetzt hier nicht beim ersten oder zweiten typischen verreckt bin,
dann ist das noch nicht der letzte Part. Aber wenn ich jetzt hier gleich verrecke, wenn ich jetzt hier Mühe habe weiterzukommen, dann ist das jetzt, dann steht hier an diesem Part im Titel, da steht im Titel Ende dran. Das ist das Gute, ihr wisst es schon. Also wenn... Das heißt, eventuell habt ihr am Titel, also im Thumbnail nicht, aber im Titel schon gesehen, dass der letzte Part, dass das Ende, dann könnt ihr schon in Zukunft schauen. Das ist ja fantastisch. Na komm, Flicker. Okay, bisher sieht es noch nicht so rosig aus für mich. Schlafrede. Mordi ist schon tot. Ich glaube, wir haben auch keine Items hier, mit denen wir die Leute wiederbeleben könnten. Das ist halt im Kampfturm harte Sache. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. Ja, der Menüpunkt. Items gibt's hier gar nicht. Den gibt's hier gar nicht. Es schläft, aber es hält sich während des Schlafens auch selbst. Ach, ein Selbstheiler-Punkt, Mann. Das ist immer ein Krampf. Na komm, mach's alle weg hier. Mein Kramer, du hast es weit geschafft, also ich habe es mit dir weit geschafft. Du hast den Scheib besiegt, du hast Schwertholz und Schilderich besiegt und nicht im Endkampf, in der Afterstory. Jetzt wirst du doch hier so einen kleinen Knirps besiegt kriegen. Krebutak besiegt. Okay, 1-1 momentan. Ein Bull King. Okay. Boah, Schnabel, na komm. Na komm, Welle. Ich weiß nicht, was hier effektiver ist. Na komm, Boah, Schnabel. Joa, das ist doch schön. Selbstheilung oder was? Ach. Dafür hasse ich Wasser-Pokémon. Wasser-Pokémon sind scheiße. Wasser-Pokémon können Selbstheilung. Aber manche Pflanzen-Pokémon können es auch. Selbstheilung ist blöd. So kämpft man doch nicht, das ist doch... Lass mal selbst heilen, das ist doch... Defensivkampf. Ah, merke ich nicht, bin Offensivkämpfer. Draufhauen. Die Zwergenkampfmethode. Nicht zu viel Spezialverteidigung oder Angriffswert oder so weiter, das ist... Ah, ich will hier Action sehen. Draufhauen. Mach's Platz, zerquetsch es. Mach's kaputt. Genauso. Stahlflüge, na komm, die letzten paar KP. Und mach's Platz. Und bring den Schmied. Ja, das ist wieder. Das, ja. Bin ich gar nicht der Typ für. Dann gibt's einfach manche Attacken, die ich deshalb gar nicht erlerne. Es gibt manche Attacken, die ich meinem Pokémon nicht beibringe. Defensive Attacken. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen wachsen. Du hast 2 Gewinnpunkte. Möchtest du weiterkämpfen? Ja, natürlich. Ich hoffe, mein Team wird wieder aufgeladen, weil jetzt ohne Aufladung. Boom! Jetzt geht's rund. Komm schon, ab geht's. Dürre Amelie fordert dich heraus. Ah, okay. Steigert sich also. Stück für Stück. Irgendwann haben wir den Champ vor uns, wenn wir es bis dahin schaffen. Wenn wir es bis zu dem Punkt schaffen. Okay, mein Team ist wieder geheilt. Sehr gut. Feuerball. Na komm, Smogmog. Ich bin nur verbannt. So, schon zur Hälfte besiegt. Sehr gut. Ja, die Kämpfe sind nicht pippi einfach, aber es geht. Okay, der heilt sich wieder selbst. Naja, das war wahrscheinlich nur ein kleines Bärchen. Hallo, ein Kanonade. Na komm, mach's an da. Nice. 1-0 für mich. Da waren es nur noch 2. Kapaloris. Oh, die Pflanze. Ja, das kriegen wir weg. Das lodern wir weg. Und verbrannt. Regentanz? Okay. Das kommt schädlich sein für uns, aber gut. Feuerball, na komm. Mach's platt. Verbrutzle es.
Attacke. Okay, da hatte ich mir was Effektiveres vorgestellt. Das war weniger effektiv, als ich mir das erhofft habe. Regenerguss von Kapadokus wirkt. Jo. Na komm, hau rein. Okay, ein bisschen hält er sich selbst. Lohnkanonade, na komm. So ein Pflanzen-Pokémon, das wird uns doch wohl nichts anhaben können. Ich bin im Typ im Vorteil. Na komm, hau rein. Schütz dich selbst. Was, das gibt's doch nicht. Schutzschild eingesetzt. Irgendeine andere Schutzkraft. Das heilt sich inzwischen selbst. So viel Heilung, was dann die Pflanzen, die aus dem Boden sprießen. Und bis das nächste Mal angreifen kann, hat er sich wieder komplett wieder selbst geheilt. Das könnte ein Zierkampf werden. Ja, diesen ganzen Attacken, dieses Absorber und so weiter. Ach. Bin ich kein Fan von. Zermin ich auch mal deinen Feuerstarter. Ich bin Feuertyp. Das ist einfach. Wasser und Pflanze mit ihren Heilkünsten und so weiter. Ja, das ist Kampf, das ist Krieg. Hier wird draufgehauen, hier wird sich gemetzelt. So viel. Der ist gleich wieder bei 100%. Das ist. Ja, ich weiß, das ist auch meine Schwäche. Das sehe ich auch so ein. Das ist eindeutig eine Schwäche. Wenn man gar nicht auf Spezialverteidigung und sowas guckt, aber ja. Was Feuerball hat verfehlt. Ich glaube nicht knäften. Mordes besiegt. Ich glaube nicht. Ja. Da sieht man's. Mein Angriff hat nicht so sehr gebracht. So, Blacky ist dran. Ein Kramor. Sehr effektiv ist es. Na dann Sturzflug. Ich habe auch Schwert genommen. Das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe mal ein Schwert und ich habe mal ein Schild gewählt. Das ist... Ja. Das sagt schon alles. Oh. Ein KP hat er noch. Und jetzt heilt er sich wieder selbst. Das kann ich so lange nicht angreifen, bis er sich komplett geheilt hat. Na komm, Flücker. Lassen wir es nicht so weit kommen. Schutzschild. Na klar, was sonst? Na komm. Was? Der kleine Kapalorus, das ist... Na komm, das ist doch hier nicht... Das pupsige Kapalorus hier, das ist das... Ah, und der hält sich selbst. Komm. Borschnabel, na komm. Mach's alle. Kapalorus besiegt. Sehr gut. Kinosso. Auch wieder ein Pflanzenkiefer-Pokémon. Ja, sind immer schwerer, als es aussieht. Sonnentag. Ja, verteilt mal den Regen hier. In diesem Regenwetter, das ist doch hier nicht. Das ist doch kein Zustand. Sonnenlicht wird stärker. Pflanzenabgabe von Kinosso wirkt. Oh! Hat sich Form gewandelt. Und ich hab's gepflückt. Triste Beere. Okay. Ein bisschen Heilung. Ach, Heilung für Becky wird nicht so überhaupt. Wo kommt denn das her? Schutzschild. Ach, Schutzschild. Aha. Steckst du sonst wohin? Ein Schutzschild. Na komm. Diebeskuss. Nicht Liebeskuss, sondern Liebeskuss. Es gibt auch ein Pokémon, das Liebeskuss heißt. Na komm. Blacky, worauf wartest du? Zack. Kinosso besiegt. Sehr gut. Boom. Verloren. Macht nix. Das ging ab. Du hast 2 Gewinnpunkte. Glückwunsch, du hast Rang 2 erreicht. Zur Feier deines Rangaufstiegs bekommst du eine Belohnung. Du hast einen Sonderbonbon. Verstaust das Item in der Trainingtasche. Eines. Du hast 3 Gewinnpunkte. Großartig.
Kann ich nochmal oder kämpfen? Na komm. Kampf. Oh, ah, okay, da bin ich noch an Klasse 1 im Doppelkampf. Na gut, ich würde es einfach mal zu Demonstrationszwecken für dieses Let's Play, würde ich einfach mal ein Kampfteam ausleihen. Ja, bitte. Basisteam, Taktikteam, Kraftteam. Kraftteam, das klingt doch richtig. Gefällt dir dieses Kraftteam, das Kampfteam? Ja, dieses Team ausleihen. Kraftteam. Kraft. Viel Erfolg. Na komm, hauen wir mit dem Kraftteam rein. So, kämpfen. Einfach mal zu Demonstrationszwecken. Einzelkampf. Wo ist mein Team hier? Kraftteam. Aha. Okay. Interessant. Drei können wir mitnehmen. Mal Relaxo, Katapultra, Mimigma. Oh, Mimigma. Aber unbedingt müssen wir es mitnehmen. Rotom, Prototerus, Durengard. Okay, ich nehme Relaxo. Auf jeden Fall. Der hält viel aus. Mimigma müssen wir mit reinnehmen. Das ist ja sehr genial. Gerade mit seiner Attacke hier, mit dem. Nicht Attacke, sondern mit der Fähigkeit. Der hat ja eine Fähigkeit hier aushalten. Der hält den ersten Angriff aus. Das könnte hilfreich sein. Und dann. Ja, Rotom. Ich nehme Rotom noch mit. Fertig. Los geht's. Sehr gut hier entlang, bitte. Und weiter geht's. Zwei Kämpfe nur, bis wir dann weiterkommen. Oh, wer bist denn du? Evoli-Trainer. Wenn ich meine Evoli-Power einsetze, dann höre ich mich an wie ein echtes Evoli. Mhm. Pokekids Jojo fordert dich aus. Habt ihr den Film Jojo Rabbit gesehen? Ich noch nicht. Oh. Winilein, was machst du im falschen Team? Du bist im falschen Team. In Kotomi. Mhm. Okay, jetzt muss ich erstmal die Attacken gucken, wie hier. Risikodecke. Na gut, jetzt hier. Das ist jetzt nicht mein Team, da kenne ich jetzt natürlich nicht die Attacken von den Pokémon. Ist jetzt natürlich nicht das Versage, dann ist das ja klar. Dann liegt das am falschen Team. Das ist ja eindeutig. Liegt das eigentlich an dem Team, was ich ausgeliehen habe? Das ist ja, wenn ich nicht mit meinem Team kämpfe, war ja keine Chance. Und das haut doch gut rein, der Relaxo. Na komm. Noch einmal. Das oder? Okay. Mit einem fremden Team kämpfen ist auch mal eine Erfahrung. Sollte man nicht zu häufig machen, aber. Also, wie gesagt, zu Demonstrationszwecken hier. Ein paar Hots. Let's Play. Doktor besiegt. Okay. Relaxo steht noch. Er lebt noch. Smetbo. Oh, auch nicht schlecht. Na komm, wirkungslos. Ach du Schande. Ja, Risikodecke. Ich hau damals drauf. Fluch gibt's auch noch, aber. Ja, lass mal mit Risikodecke kämpfen. Relaxo ist eine Beere. Na komm, Risikodecke. Mach's alle. Batterie ist gleich alle. Ja gut. Meine Kamera gibt auch gleich den Geist auf. Na komm. Na komm, das Team ist nur noch besiegt. Morpeko. Bevor die Konsole ausgeht, bevor die Kamera alle ist, kriegen wir noch Morpeko besiegt. Na komm. Das hauen wir jetzt hier noch durch. Risikodecke, na komm, hau rein. Worauf wartest du? Ja, das wird sein Typ. Sehr effektiv Erdbeben. Na komm. Wenn das sehr effektiv ist, dann muss das doch reinhauen. Na komm, Erdbeben. Zack. Oh, sehr gut. Na komm. Noch einmal, da haben wir das Team besiegt. Morpeko hat sich in die gute Seite verwandelt. Erdbeben, na komm. Schutzschild, ach verdammt. Das Verdammte mit dem Schutzschild immer. Erdbeben. Na komm. Du kannst dich nicht ewig selbst schützen. Das Schöne ist hier, dass man hier wirklich
Level 50 bin, Level 50 kämpft, also hier wirklich keiner. Keine verschiedenen Levels, keine unterlevelten Pokémon und so. Auf gleichem Niveau. Auf Augenhöhe kämpfen. So gehört sich's. Ein fairer Kampf. Morpeko besiegt. Trainer besiegt. Nice. Da ist 2 Gewinnpunkte. Möchtest du weiterkämpfen? Ja, unbedingt. Ich hoffe, meine Konsole hält das aus. Weiterkämpfen. Wurde schon mir gerade angezeigt, dass es die Batterie gleich nachlässt, aber vielleicht schafft es ja. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich bin noch gar nicht richtig vorbereitet. Auch ich auch nicht. Ich hau mal drauf los. Dürre Alena von dem Haus. Paraffinesse. Okay. Dann drehen wir noch. Dann haben wir's. So. Erdbeben, warum nicht? Bisher, Relaxo hat es gut ausgehalten. Nur, ja, ich würde schon sagen, das Team ist scheiße, aber bisher hat es Relaxo alleine geschafft. Jetzt sollten wir mal das Pokémon wechseln. Dass wir nicht nur mit Relaxo kämpfen. Machen wir gleich, wenn wir das besiegt haben hier. Das Paraffinesse. Dann tauschen wir das Pokémon. Dass wir nicht immer nur einseitige Kämpfe haben. Kopfkratz. Ja, Trombock. Das wäre zu eintönig. Ich wollte auch mal was anderes sehen. So Pokémon will man Mimik mal im Einsatz sehen. Rotom muss dann halt einfach warten, aber so Mimik mal, du bist dran. Will mal deine Power sehen. Siebte Generations Pokémon. Ein sehr nice Pokémon. Was? Wo ist denn das mit dem Schaden hier? Das ist. Der hat doch die Fähigkeit. Nicht? Normalerweise hatte doch die Fähigkeit, den ersten Angriff auszuhalten. Tja, Schutzschild. Okay. Na komm, Schattenstoß. Die Attacken sind umso geiler. Na komm, hau rein. Schattenstoß. Mimikma hatte ich gerne im Team, das war kein schlechtes Pokémon. Na gut, jetzt gegen Trombok hier. Wahrscheinlich nicht so stark. Das war gerade eine sehr fickige Attacke. Müssen wir gleich wieder Relaxo reinholen. Relaxo ist auch ein Pokémon. Kostümspruch von Mimikma sagt, das ist das, was ich sagen wollte. Hat jetzt ausgehalten, den Eingangriff. Dunkelklaue, na komm. Wenn die erste Attacke nicht so gewirkt hat, dann die zweite vielleicht Schutzschild. Ach, Dreck. Na komm, es geht hier nicht so schnell voran mit Mimikma. Verbrennung. Na komm. Dunkelklaue. Der Schweif, der da hinten rauskommt. Mimikma ist schon ein cooles Pokémon. Vor allem die Geschichte von Mimikma, das ist also. Im Pokédex steht ja einiges dazu, was Mimikma ausmacht. Dass irgendwie, dass eigentlich wie Pikachu sein wollte, so beliebt sein wollte wie Pikachu, aber es nie geschafft hat und eine sehr tragische Geschichte. Na komm, Rotom. Wollen wir mal die anderen kämpfen lassen. Mimikma hat es nicht lange ausgehalten. Hatten wir es auch mal im Kampf. Hitzekoller ist sehr effektiv. Na komm. Schutzschild. Verdammter Schutzschild. Na komm. Hau drauf. Nice. Trombok besiegt. War das erste oder was? Hat Mimikma nicht so gut an der Arbeit geleistet. Nee, das zweite war es, glaube ich, schon. Bumblebee. Das letzte Pokémon. Jetzt Koller, na komm, mach's alle. Mit einem Schlag. Fast. Na komm. Fähigkeitentausch. Okay. Schwebe von Rotom wirkt.
Sind beide schwebende Pokémon. Okay, heilt sich ein bisschen selbst. Das wird aber nicht viel bringen. Ja, jetzt Collar noch einmal. Schutzschild. Ja, gut. Das scheint in diesem Team stark zu sein. Diese Attacke wird oft eingesetzt. Na komm. Haust du nochmal drauf, Rotom. Machst du alle. Na komm, Hitzekoller. Und zack. Da war's um Bumblebee geschehen. Und um den Trainer. Den zweiten Trainer in der zweiten Runde. Ich hätte sicher gewonnen, wenn du mir genug Zeit gelassen hättest, mich vorzubereiten. Du hast 2 Gewinnpunkte. Das läuft doch bisher sehr gut. Glückwunsch, du hast Rang 3 erreicht. Zur Feier deines Rangaufstiegs bekommst du eine Belohnung. Du hältst Sonderbonbon. Okay, du hast 3 Gewinnpunkte. Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder. Ja, gut. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Für eine Partlänge haben wir hier schon. Haben wir schon gute Partlänge erreicht. Hier können wir nicht rauf. Nein, nur zum Kampf. Na dann, ich gehe mal kurz vor die Tür. Score City. Ja, schauen wir mal. Ich vermute, ich mache noch ein paar hier ran. Ich hänge hier noch ein paar hinten ran, indem ich da nochmal 2 Runden kämpfe. Das war jetzt. Das war gut. Also 4 Kämpfe kriegt man da ganz gut hin. Ein Part. Mal schauen. Ein Part dürften wir vielleicht noch hinkriegen. Vielleicht versage ich dann im nächsten Part tierisch. Dann hat man hier ein bisschen ein paar schöne Erfahrungen im Kampfturm, um das nächste vielleicht ein bisschen lächerlich wird. Wird ja mal schwieriger vielleicht, aber lernen wir uns vielleicht noch ein anderes Team aus, probieren wir ein bisschen andere Teams aus oder mit unserem Team. Mal schauen. Ja, mit Sicherheit mache ich noch ein Part. Wird noch ein Part draus werden. Für diesen Part jetzt erstmal. Ist noch nicht der letzte Part. Aber für diesen Part jetzt hier erstmal. Da mich nach oben sonst gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Part wieder bei Pokémon Schwert, mit dem Zwergenfürst. Dann wahrscheinlich der letzte Part. Das wird jetzt, also gibt's nicht mehr viel, außer dem Kampfturm. Und ja, Ewigkeiten wollen wir uns jetzt hier nicht mehr aufhalten. Ich denke, ein Part machen wir noch. Wir sind schon in Stufe 3. 4, 5, das ist in Stufe 5. Dann vielleicht, ja, mal schauen. Ein Part noch. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.